Alter, er hat es hochgeladen, Es ist hochgeladen, Alter. Das gucken. Alter, sofort drauf, Alter. Ich will jetzt. Ich habe jetzt hier ein Public Viewing organisiert, dass wir jetzt zusammen. Oh, Alter, wir machen jetzt erstmal hier fett, Alter. Es ist da. Ich kann es echt nicht fassen. Wir müssen es gucken, jetzt sofort. So, jetzt mache ich. Sieh mir es mir erstmal an. Ein Aufruf schon. Mann, ich will. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist mit YouTube los? Alter, was ist los, Alter? Warum ist alles fehlt, was wir lieben? Mann, nochmal. So, jetzt. Jetzt, bitte. Alter, was ist. Nein. Oh, Alter, das alte Intro, Alter. Shit. Alter. Das ist eine richtige Premiere. Alter, ich setz mal meine Brille ab, damit ich das in Originalqualität sehe. Ich freu mich so. Hallo, Leute. Hallo, zurück. Let's Play Minecraft. Oh, geil. Das ist jetzt die zweite Folge. Ey, da haben wir uns so lange drauf gefreut. Und ja, diesmal wollte ich mal was Richtiges machen. Deshalb was Richtiges? Alter, das erste Mal macht ihr was Richtiges. Weißt du, das ist ja die zweite Folge, die ist voll special und so. Da muss man auch was Special machen, also mache ich jetzt die zweite Folge. Das ist ein Special. Da war nicht dazwischen. Baue ich hier das Holz ab. Ja, und Überlänge werde ich auch machen, weißt du? So richtig fette Überlänge. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig fett, weißt du? Also gut. So, jetzt laufe ich hier mal nach. So, wir haben jetzt die erste Minute von dem neuen Minecraft Let's Play gesehen. Was denkst du bisher drüber? Ich habe so ein Herzrasen, ich will jetzt einfach weitergucken. Was und hast du bisher dazu jedem, gedacht? Ich kann es jedem empfehlen. Also. Zuerst dachte ich, wird das jetzt geil, aber es ist mega. Bis jetzt ist es mega geil. Wir hoffen jetzt echt, dass es die Oberlänge lohnt. Also wirklich, da haben wir jetzt Monate drauf gewartet. Ich hab gehofft, dass sowas kommt, dass mindestens 10 Minuten oder so kommen, aber. Was ist denn? 11 Minuten, ne? 11 Minuten, ne? 7. Oh, fuck, Alter. Also wir sind jetzt hier live im ZDF-Fernsehgarten und schauen uns gemeinsam das nochmal Let's Play an. So, wir schalten in ein paar Minuten nochmal zurück in den YouTube, in den Zuschauerraum. So, nach 2 Minuten hat Nomash jetzt eine Werkbank gebaut, eine Axt und eine Spitzhacke. Wie fühlst du dich nach diesem Anfall? Er hat doch an einer Stelle versehentlich falsch gebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist, wie gekonnt er es lustig überspielt hat und er wird einfach nicht langweilig beim. Aber er hat offensichtlich beim Bauen einer Werkbank anfangs einen Fehler gemacht. Was war da los? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann hat er irgendwie das richtige Holz benutzt, aber er hätte so ein anderes Holz benutzen müssen. Das ist. Ein Fehler, den machen viele und ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er ihn gemacht hat, weil bei ihm kann ich es mir verzeihen. Hättest du an seiner Stelle den Crafting Table mitgenommen oder hättest du sie einfach stehen lassen und später einen neuen gebaut? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich hätte später einen neuen gebaut, aber er hat es eigentlich schlauer gemacht, ja. Aber wenn man die Werkbank mitnimmt, hat man natürlich einen Überlebenspunkt Axt verloren, das ist halt das Risiko bei der Sache. Man merkt es, dass er sich anstrengt. Also ich will auf jeden Fall weiter gucken. Okay. Okay, bei Nomash hat gerade das Spiel geruckelt. Was denkst du, ob es an den Specs an seinem PC liegt oder an der Programmierfähigkeit des Entwicklers? Ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall gerade geruckelt. Ich kann euch das nochmal ganz kurz in der Wiederholung zeigen. Gerade hat es einmal ganz kurz geruckelt. Hier sieht man noch, wie das Spiel einwandfrei läuft. Noch läuft das Spiel einwandfrei, volle Framerate, unter Wasser, aber gleich passiert's, gleich sieht man's. Vorsicht, hier, zack, ein ganz heftiger Ruckler, was war da los? Was hat man da jetzt gesehen? Ich hab's beim ersten Mal gar nicht richtig bemerkt, aber jetzt, wo sie es mir nochmal zeigen, das ist schon krass, so. Also es sollte bei so einem Let's Player nicht mehr passieren, würde ich sagen. Meinst du, das wird die Qualität des Let's Plays weiterhin einschränken oder wird das ein Fehler sein, den man übersehen kann? Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, ich kann es übersehen, weil das Video so lang ist und da ist schon schwer so, ohne Ruckler und so. Ja, stimmt. Und das Aufnahmeprogramm benötigt auch etwas Ressourcen vom PC. Genau, man muss ja erstmal schaffen. Ah, okay, alles klar. Ja. Na, dann geht's jetzt weiter. Okay, Leute, Minute 3, nochmals Minecraft Let's Play, zweiter Teil. Ja. Wie hat es euch bisher gefallen? Ich meine, Stein abgebaut, er hat jetzt seine Werkzeuge gemacht. Was ist eure Meinung bisher zu dem Let's Play? Wirklich, ich habe sowas auch noch. Also, sowas ist echt neu. Ich finde es ja immer gut, wenn man neue Sachen einbringt, auf YouTube auch. Und ich finde echt, es ist so genial, wie ihr das macht.
auch mit dem Kommentieren dazu. Er ist auch richtig lustig, der Mann. Ist richtig lustig. Also er hat jetzt vor, eine Höhle zu erkunden. Ja, ist auf die Ereignisse des letzten Let's Plays eingegangen. Vor allem hat er auch den Tease richtig gut aufgebaut, von wegen, man wirklich, es ist schon hier, man kann es sehen, weil er hat gesagt, er ist gestorben das letzte Mal und jetzt geht er in eine Höhle. Spannung. Aber er, und jetzt hat er gesagt, er hat gelernt. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Das heißt, man sieht so richtig den Fortschritt, den er macht. Was? Minute 2, 5. Ich kriege gerade eine Meldung rein, da hat man irgendwas gesehen. Ich muss noch mal ganz kurz man hätte an der Seite ein Bauwerk gesehen. Ich habe da gerade eine Meldung reingekriegt, man hätte ein Bauwerk gesehen. Links an der Seite wäre ein Bauwerk gewesen. Das habe ich auch gesehen. Hast du das? Da wollte ich eigentlich noch drauf kommen. Da will ich jetzt mal ganz kurz, was war da los? Da war sieht man das? Das war ziemlich groß. Also, man hat mir eine Höhle erkundet, da war Moment. Das nicht mehr. Da an der Seite sieht man ein Bauwerk. Man hat gerade ein Bauwerk gesehen. Ich halte das Bild gleich nochmal an. Was ist da los? Hat er das gleiche gemacht wie Gronkh? Ist einfach in eine fertige Minecraft-Welt reingegangen? Ich versuche jetzt nochmal genau an der Stelle festzuhalten. Wenn ich schon hier bin. Hier sagt er nochmal, dass er jetzt diesen Fehler nicht nochmal macht. So. Zack. Dün. Was war da los? Was hat es mit dem Gebäude auf sich? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Live, Public Viewing, Normash Let's Play aus dem ZDF-Fernsehtower.